So, wir fahren jetzt Richtung Hasenheide. Die Hasenheide gehört grenztechnisch noch zu Neukölln. Ja. Die Hasenheide ist, ich weiß jetzt nicht, wann wir direkt ausstrahlen, aber wahrscheinlich immer noch, vermutlich jedem ein bisschen noch im Ohr in Berlin, illegale Partys. Letztendlich ist es alles dein Revier hier. Ne? Das ist so wie... Klingt so nach Sheriff. Ja, ich weiß nicht, vielleicht nennt man dich ja mal liebevoll Batman von Neukölln. Ich glaube, hoffentlich. Ja, wie ist das dann bei dir, als du das alles so mitgekriegt hast, jetzt auch mit den ganzen Corona-Maßnahmen und wie sich dann halt Leute verhalten? Du bist ja auch jung, sag ich mal, du bist ja in einem Partyalter, sagen wir es mal so, wo man ja auch mal gerne mal auf eine Party geht. So, dann fahren wir auch an. Wir wollen ja niemanden totfahren. Dankeschön. Ja, danke. Ja, wie ist es? Wie bist du damit letztendlich umgegangen? Mit so einer Info, okay, da sind 5000 feierwillige Party-People in Berlin-Neukölln unterwegs in der Hasenheide, die illegal Partys feiern. Ja, also, muss man denn dann einen Spielverderber machen, oder? Ja, ganz ehrlich, es geht gar nicht. Also, es geht gar nicht, irgendwie dafür eine Grünanlage zu missbrauchen. Ist halt so, das macht die Hasenheide kaputt, das macht aber auch alle anderen Grünanlagen kaputt. Das ist ja halt nicht nur in Neukölln, wo das stattfindet, sondern im Park am Gleisdreieck gibt es die gleichen Probleme. Und so eine, ich kann das, so eine Party verdichtet den Boden, dann, da wächst dort nichts mehr so in nächster Zeit. Vom Müll mal ganz abgesehen, den wir da mal jeden Montag rausschleifen, das ist unglaublich. Ja. Also die dreifache Menge an Müll, wir haben jetzt irgendwie ganze Couchgarnituren werden da rausgeschleppt, so, weil es da Partyecken eingerichtet werden. Okay. Es hat nach den ersten Wochenenden nach Pisse ohne Ende gestunken, weil die Leute halt sich überall erleichtert haben. Und das geht natürlich nicht. Ich kann natürlich, vom Prinzip, ja. Man hat ja auch Verständnis für junge Leute, die haben natürlich auch Bock, irgendwo Party zu machen. Es ist ein super Sommer gewesen, alles hat zu, nirgends kannst du hin, Kneipe ist dicht, Club gibt's auch nicht. Du willst dich ja irgendwo treffen, das ist ja ein nachvollziehbares Bedürfnis. Und wenn du irgendwie jetzt Bock hast, irgendwie richtig feiern zu gehen, dann gibt's halt den Club nicht, dann willst du irgendwo anders hingehen. Das kann ich vom Prinzip nachvollziehen, aber eine Grünanlage ist nun wirklich der denkbar schlechteste Ort dafür. Ja. Und weil eine Grünanlage dient zur Erholung, vor allem tagsüber. Absolut. Ich würde sagen, wir fahren direkt mal rein. Ja. Kommen wir da drüben noch durch? Stimmt, ne? Ja, testen wir mal. Testen wir mal. Ich bin hier noch nie rumgefahren. Ah, okay. Ja, cool. Aha. Ja, die Hasenheide ist ein schöner Park in Berlin-Neukölln. Total. Ist halt natürlich auch mit einer interessanten und wirklich bewegenden Vergangenheit auch. Ja, Jahren hat hier seine... Genau. Ja. Und fahren wir mal einfach hier rein. Und natürlich auch so in den 90er, 2000ern halt auch wirklich Drogenszene, Waffenszene. Hasenheide Neukölln war ja berüchtigt also dafür. Die Skandale kommen periodisch immer wieder. Ja, das ist also halt. Die Feiern kommen periodisch wieder. Wir hatten hier auch als ich Bezirksverordneter war, in den 10er Jahren gab es hier regelmäßig auch Partys, wo dann. Ja. Damals noch Dieselgeneratoren beschlagnahmt worden sind, um halt die Dinger zu betreiben. Heute geht es mit guten Akkus genauso gut. Also ist ein bisschen mobiler geworden. Aber das kommt periodisch immer wieder genauso. Also insofern ist es vom Prinzip nichts Ungewöhnliches. Ich finde es in diesem Jahr aber schon besonders erschreckend, weil es einfach in Zeiten von Corona irgendwie natürlich keine Option ist zu sagen, du setzt dich über alles, was Kontaktbeschränkungen betrifft, irgendwie hinweg und triffst dich mit deinen Atzen, um da richtig mal einen drauf zu machen. Und ich finde, das ist einfach, ich finde es ein Stück weit unverantwortlich, auch wenn ich, wie gesagt, ich kann das Individuum nachvollziehen. Jeder war mal jung und jeder weiß irgendwie in der Zeit, irgendwie ist ein schöner Sommer, du wirst irgendwie draußen was machen, dann triffst du dich irgendwo mit Freunden und hockst zusammen. Wenn aber hier 3000 Leute sind,
dann ist es nicht mehr komisch. Ne? Also. Und was wäre jetzt einfach mal so mit einer wirklich laienhaften Idee, dass man sagt, okay, wir setzen uns mit den Leuten zusammen, diese illegalen Partys organisieren, um vielleicht ein Hygienekonzept zu entwickeln, was die Sache in der Form irgendwo ermöglicht bis zu einem gewissen Punkt, also auch wirklich mit Abstand, mit allem Möglichen, dass es auch kontrolliert bleibt, damit man letztendlich auch wiederum ein Zeichen setzen könnte, zu sagen, okay, ihr wollt feiern, das verstehe ich vollkommen, dann müssen wir das aber unter solchen Voraussetzungen machen, wie es halt erlaubt ist. Ne? Ist darüber schon mal nachgedacht worden? Na klar. Also ich bin ja auch wirklich voll dafür, dass es irgendwo einen Ort gibt, wo das stattfinden kann. Die Clubkommission ist ja auch dran. Die haben ja auch Vorschläge gemacht. Die haben unter anderem hier die Rixdorfer Höhe in der Hasenheide vorgeschlagen. Ja. Das haben wir aber ausgeschlagen, weil es ist halt so, dann sagst du, auf der Rixdorfer Höhe können sich irgendwie 150 Leute treffen. Aber was sagst du den 2850, die da auch hin wollten und da anstehen, die dann sich irgendwo hier in der Grünanlage wieder verteilen. Also da, ich glaube, damit hast du halt nichts gewonnen. Zumal natürlich eine Dauerbeschallung im Sommer und eine Nutzung der Grünflächen hier auch nicht gut für die Vegetation einfach ist. Hier leben ja auch Tiere, um mal so zu formulieren. Und wir haben zwar einmal im Jahr normalerweise für einen Monat die Maintage hier, aber das ist halt ein Monat und nicht irgendwie den ganzen Sommer über. Das ist schon nochmal ein gradueller Unterschied. Und es gibt Ideen. Also es wurde vorgeschlagen, den Britzer Hafensteig, das ist an der Autobahn, da würde man niemanden stören. Ja. Es gab den Vorschlag, auf dem Tempelhofer Feld was zu machen, respektive, was noch sinnvoller wäre, direkt auf dem Vorfeld. Ich würde immer behaupten, da, wo Formel-E-Rennen stattfinden können, da kann man mit Sicherheit auch quasi einen Club Open-Air machen. So, ich finde, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ja. Aber offensichtlich ist die Clubkommission damit bisher immer auf Granit gestoßen, weil die Gebühren für das Vorfeld halt zu hoch sind und keiner da runtergehen will. Beziehungsweise die Grünen Berlin auch zu Recht sagt, ey, wenn wir den ganzen Sommer hier auf den Grünland, auf der Rasenfläche Leute irgendwie feiern lassen, dann können wir die anschließend auch wegschmeißen und erneuern. Also das ist auch keine, also so, man muss einfach festhalten, einfach akzeptieren, dass Grünanlagen nicht der geeignete Ort sind, um ausgiebige Partys zu feiern. So. Aber ich finde es gut, man ist dran und man kann ja in der Hoffnung, dass es irgendwie für alle eine Lösung gibt. Ja, das Ärgerliche ist dabei nur ein bisschen, dass alle so ein bisschen Ping-Pong spielen. Also die Senatsverwaltung zeigt auf uns und sagt, ja, gebt uns doch mal Vorschläge. Ja. Wir sagen, auf unseren eigenen Grünflächen gibt es keine richtigen Optionen für Partys in so einer Dimension, erst recht nicht hier. Ja. Man macht halt, die Clubkommission selber macht eigene Vorschläge. Und die werden dann allerdings nicht von den jeweiligen Eigentümern der Flächen richtig geprüft. Oder man sagt dann nicht irgendwie, okay, wir kommen euch finanziell entgegen und sagen, wir machen das jetzt irgendwie für nur die Hälfte oder sowas, was sie normalerweise verlangen. Das ist ein bisschen schade und ärgerlich. Und wenn du überlegst, im Umkehrschluss hast du dann die wilden Partys, weil es keine richtige Option gibt, wo man geregelt feiern kann, dann kommt halt sowas bei raus, dass diese Mülleimer hier vorne quasi mehrmals die Woche überall in der Hasenheide geleert werden müssen. Der geht ja jetzt noch. Mhm. Und das ist halt echt nicht toll. Also das macht keinen Spaß. Das glaube ich. Sag mal, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?